Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Bierer Gedenkausstellung im Rathaushof der Stadtgemeinde Bruck. Wirtschaftswachstum in Österreich fällt bescheiden aus und Ausstellung von Marianne Schweizer in der Galerie Bittow. In Memoriam Karl Bierer wurde am 15. April 2015 eine Gedenkausstellung im Rathaushof Bruck-Mur eröffnet. Im Mai des Vorjahres verstarb 82-jährig Karl Bierer, der 19 Jahre die Naturfreunde-Fotogruppe leitete und auch Mitglied des Brucker Künstlerbundes war. Karl Bierer war ein großartiger Fotograf, war auch ein großartiger Maler. Viele haben das allerdings nicht gewusst, weil seine Fotografie und seine fotografische Kunst alles andere überdeckt hat. In der heutigen Ausstellung sehen wir den malenden Bierer und es ist überraschend, wie viel er in dieser Zeit geschafft hat, neben seiner Fotografie. Aber eines ist, glaube ich, gleich geblieben, die Liebe zur Landschaft. Die Liebe zur Landschaft findet in seiner Fotografie immer wieder großen Raum und auch heute ist es also in erster Linie die Landschaft, die wir hier in verschiedenen Bildern in Ölmaltechnik und Grafiken sehen können. Erna Bierer, Witwe des verstorbenen Künstlers, hat in 6-monatiger Arbeit die Werke für die Ausstellung zusammengestellt und war, obwohl selbst sehr krank, bei der Ausstellungseröffnung anwesend. Nachdem ich schwerst krank bin, hat es für mich längere Zeit gedauert. Aber ich war so fasziniert von seinen Bildern, dass die ersten paar Monate nur so schnell vergangen sind. Ich habe meistens in der Nacht gearbeitet, weil es mir da gesundheitlich besser geht. Und es war für mich, ich war ganz selbst also überrascht, weil ich ja doch die meisten vorher nicht gesehen habe. Ne? Also das war so faszinierend. Es hat mir sehr, sehr, sehr viel gegeben. Und das hat mich stark gemacht. Bierer hat auch sehr viele Auszeichnungen bekommen. Karl Bierer hat also seit 1975 viele Preise bekommen, Landesförderungspreise und so weiter. Aber ich glaube, für ihn selber war der wichtigste sicherlich 1999. Da hat er vom Gemeinderat einstimmig den Kunstpreis für die Sparte Fotografie der Stadt Bruck bekommen. Regierungskommissär Johann Strassiger hatte eine sehr persönliche Beziehung zu Karl Bierer. Wir waren ehemalige Arbeitskollegen bei der Firma Feldner & Guillaume oder Austria Draht. Ich war als Schlosser dort beschäftigt, Karl Bierer als Elektriker. Und von dieser Zeit habe ich Karl Bierer kennen und schätzen gelernt. Und er ist wirklich ein großartiger Künstler, egal ob in Richtung Fotografie oder Malerei. Es ist wirklich großartig, was dieser Karl Bierer in seinem Leben auch geschaffen hat und wir sind sehr stolz, heute diese Ausstellung in Bruck präsentieren zu dürfen. Dass die steirische Politik der Meinung ist, Kunst gehört zum Leben, beweist im Gespräch Landeshauptmann-Stellvertreter Sigi Schrittwieser. Ja, ich glaube, Kunst und Kultur ist etwas neben Wohnen, neben der Arbeit, neben unserer Freizeitgestaltung ein wichtiger Faktor, wo sich Menschen verwirklichen, andere Menschen große Freude machen. Und der Herr Bierer war eine Persönlichkeit in Bruck, die also ewig wirken wird und ich freue mich, dass jetzt seine Werke in dieser Ausstellung hier im Brucker Rathaus jetzt veröffentlicht werden, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Das ist schon etwas, wo ich sage, da freue ich mich, dass das gelungen ist und viele Leute in Bruck werden sich erfreuen an diesen Bildern. Bis 22. April 2015 wird die Gedenkausstellung Karl Bierer im Rathaushof der Stadt Bruck an der Mur Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr zu sehen sein. Wirtschaftsprognosen sind oft ebenso zuverlässig wie Wettervorhersagen. Für Österreichs Wirtschaft sind die Aussichten für 2015 nicht gerade rosig. Mit 1,1% Wachstum liegt Österreich deutlich hinter den Wachstumsraten im Euroraum. Hauptursache für das schwache Wirtschaftswachstum ist die Spezialisierung des heimischen Außenhandels auf die Eurozone. Auch die EU-Sanktionen gegen Russland haben den Export heimischer Güter schwer getroffen. Während das wirtschaftliche Wachstum stagniert, scheint die Arbeitslosigkeit stetig zu steigen und das nicht nur in Österreich, sondern in der gesamten Eurozone.
Trotzdem sehen zahlreiche Wirtschaftsberatungsunternehmen positiv in die Zukunft. Für 2016 prognostizieren sie steigendes Wachstum für ganz Europa. Was die Arbeitslosigkeit betrifft, zeigt man sich ähnlich optimistisch. Auch die soll deutlich sinken. Der niedrige Ölpreis und der gesunkene Eurokurs sollen der Wirtschaft neue Impulse verleihen. Zusätzlich wird der europäische Wirtschaftsraum noch durch die wachsende US-Wirtschaft gestärkt. Auch der Konsum im Inland soll deutlich steigen, was sich zusätzlich stabilisierend auf das Wirtschaftswachstum auswirkt. Doch hier scheinen die Meinungen auseinanderzugehen. Für viele Wirtschaftsexperten bleiben die europäischen Problemkinder Spanien und vor allem Griechenland weiterhin unkalkulierbare Risikofaktoren. Eine mögliche Eskalation der Spannungen mit Russland wurde offenbar ebenso wenig berücksichtigt wie Europas größtes Problem, die horrende Jugendarbeitslosigkeit. Steigende Arbeitslosigkeit bei gleichbleibenden Löhnen und gleichzeitig ein Anstieg des Konsums. Klingt nicht nach seriöser Wirtschaftsprognose, sondern eher nach Alice im Wunderland. Es ist meine Art. Meine Art ist es, künstlerisch tätig zu sein und so auch allen anderen die Möglichkeit zu geben, das reichhaltige Schaffen der Marianne Schweizer zu bewundern. Die Ausstellung mit Werken von der Künstlerin wurde am Samstag, dem 18. April, in der Galerie Pitov in Bruck an der Mur eröffnet. Ja, zeichnen und malen und das. Zeichnen, malen, zeichnen und beim Betreuer, der Martin, hat das über. Das Projekt entstand im Zuge der Ausbildung zum Fach- und Sozialbetreuer mit Behindertenarbeit. Da geht es um eine individuelle Planung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Und ich habe mir die Marianne ausgesucht, weil sie besondere Fähigkeiten hat, auch mit Malen, Singen. Und also sie hat sich das große Ziel gesetzt, eine Vernissage mit ihren eigenen Bildern zu machen. Jetzt erhebt sich die Frage, das, was man am Samstag schon bei der Eröffnung gesehen hat, kann man noch wie lange sehen? Die sind bis 7. Mai auf Anfrage, kann man die sehen. Und werden diese Bilder verkauft? Dienen sie einem besonderen Zweck? Wir haben eine Ausstellung mit Möglichkeit zum Verkauf gemacht und das kommt der Marianne zugute. Wer ist eigentlich auf diese Idee gekommen, gerade mit einer Künstlerin, die doch immerhin sehr ausdrucksstark ist, eine solche Veranstaltung durchzuführen? Ja, das war mein Ursprung, eben aufgrund von diesem Projekt. Und weil mir die Marianne eben mit ihren Fähigkeiten so gut gefallen hat, habe ich sie gebeten und sie war begeistert. Und über eine lange Dauer hin haben wir das auch organisieren können und ihr ermöglichen können, dass das eben an die Öffentlichkeit kommt. 300 Exponate stellt Marianne Schweizer aus. Die Bilder werden hauptsächlich in Kreide- und Bleistiftverfahren hergestellt. Das kunstinteressierte Auditorium überzeugte sich am Samstag aus Anlass der Vernissage von der Qualität und Kreativität der Künstlerin Marianne Schweizer. Heute war es wiederum sonnig und kühl. Die Höchstwerte lagen gerade einmal um die plus 12 Grad. Morgen bleibt uns die Sonne erhalten. Es wird eine Spur wärmer, die Tageshöchstwerte liegen um die plus 14 Grad.